Heute möchte ich mal jenseits vom aktuellen Marktgeschehen ein bisschen beleuchten, was dieses Jahr 2020 bedeutet, welche Perspektiven es gibt für das Jahr 2021, was sind die Folgewirkungen dieses so katastrophalen Jahres, nicht für die Finanzmärkte, die haben ja bekanntlich eine unglaubliche Rallye hingelegt, aber die Realwirtschaft, das Schicksal vieler Menschen hat sich deutlich verschlechtert in diesem so schwierigen Jahr 2020. Wie geht es weiter? Was sind die großen Strömungen? Was ist das, was dieses Jahr 2020 wirklich ändert? Es ist ein Gamechanger-Jahr, es ist auch ein Wahrmacher-Jahr. Hier sind zum Beispiel viele Dinge auf den Punkt gekommen, schmerzhaft auf den Punkt gekommen. Viele Beziehungen sind zerbrochen, die Dinge sind sehr klar geworden, teilweise in einer solch existenziellen Situation. Und zunächst mal vielleicht hier das Cover vom Time Magazine 2020, rot durchgestrichen. Das Jahr 2020 hat uns viel abverlangt. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir im Jahr 2021 hin? Das ist die große Frage. Schauen wir uns zunächst mal an, was ökonomisch dieses Jahr 2020 gebracht hat. Wir wissen, an den Aktienmärkten neue Allzeithochs, aber ökonomisch wird es so sein, dass im Jahr 2021 die Weltwirtschaft um 4,2% schrumpfen wird nach derzeitigem Stand der Dinge. Das ist deutlich mehr als im Jahr 2009. Es ist also der größte Einbruch der Weltwirtschaft in diesem Jahrhundert bisher. Und wir haben um und bei 115 Millionen Menschen, die zurück in die Armut fallen, die dieser Armut schon entkommen waren. Aber insgesamt leben heute eben nur noch 9% der Menschheit in wirklicher Armut. Vor 30 Jahren war es noch ein Drittel aller Menschen, also 33%. Da hat sich schon sehr, sehr viel getan. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Wirtschaft inzwischen doppelt so groß ist wie noch vor 30 Jahren, nämlich die Weltwirtschaft. Also man muss das Ganze natürlich relativ sehen. Aber es ist dennoch ein immenser Einschnitt. Das muss man wohl klar formulieren. Wir haben vor allem diesen Einschnitt in den USA. Das ist so ein bisschen typisch, dass die USA wahrscheinlich der große Verlierer dieser ganzen Krise sind. Hier sind die Defizite, die Probleme der USA so klar auf den Punkt gekommen wie sonst wohl noch nie. Es ist der große Wahrmacher. Wir sehen zum Beispiel, dass jetzt 13% der Amerikaner, entspricht 27 Millionen Menschen, der erwachsenen Amerikaner, gesagt haben, wir hatten in der letzten Woche nicht genug zu essen. Das ist viermal so viel wie im Jahr 2019 zu den Amerikanern. Als Verlierern, als Mittelfristverlierern dieser Krise komme ich gleich noch zurück. Wir haben aber insgesamt jetzt so diesen Optimismus. Ja, schaut her, wir haben jetzt den Impfstoff. Jetzt kommen die goldenen 20er Jahre zurück, wie in den 1920er Jahren, als ja ein gewisser Wirtschaftsaufschwung zumindest teilweise der Fall war. In Deutschland waren die 1920er Jahre ja sehr schwierig mit einer Hyperinflation, Deflation, Hyperinflation, alles zusammen. Aber insgesamt die Roaring 1920s, jetzt haben wir die Roaring 2020, so glaubt man. Aber wird das wirklich so kommen? Wird das wirklich das Jahrzehnt der Aktie sein? Da habe ich meine Zweifel. Warum? Weil eben dieses Jahrzehnt 2010 bis 2020 extrem günstig war für Aktienbesitzer. Aber das war eben auch ein Stück weit eine Umverteilung von der Main Street, also von den normalen Leuten, hin zur Wall Street, zu den Vermögenden, zu den Besitzenden, vor allem ausgelöst und ermöglicht durch die Politik der Notenbanken. Dieser Prozess wird nach meiner Auffassung in diesem kommenden Jahrzehnt oder jetzt in den 2020er Jahren dann zurückgebildet, wird ein bisschen rückabgewickelt, eben weil die gesellschaftlichen Spannungen schlichtweg zu groß werden. Insgesamt sehen wir jetzt einen Optimismus, ja, der extrem groß ist. Wir hatten, wie hier Michael Gates bemerkt, im März 2020 ja einen extremen Pessimismus. Jetzt haben wir einen extremen Optimismus, der so groß ist wie der Pessimismus im März 2020. Und er sagte dann, Opportunity always exists when the crowd thinks it knows an unknowable future. Also die Gelegenheiten sind immer dann am größten, wenn die Leute sich sicher sind, wie die Zukunft aussieht. Dabei kann man gar nicht sicher sein, wie die Zukunft aussieht, weil die Zukunft eben per se unbekannt ist. Und Charles Dow, bekannt durch die Dow-Theorie und
durch den Dow Jones. Er hat einst formuliert, die eine Sache, die immer gleich bleibt, ist, dass die Bedingungen, dass die Konditionen sich ändern. Aber derzeit ist es eben so, dass wir alle davon ausgehen oder dass die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass durch den Impfstoff das Problem erledigt ist und dass dann durch diese massive Liquidität der Staaten wie auch der Notenbanken eben dann ein massiver Wirtschaftsaufschwung kommt. Aber meistens kommt es anders, als man denkt. So oder so, hier dieser Chart, den ich immer wieder zeige, der wichtigste Chart der Welt, zumindest ökonomisch und finanziell, denn hier sehen wir, dass seit den 1990er Jahren, vor allem aber seit der Jahrtausendwende, dann die Schulden exponentiell gestiegen sind, die Wirtschaft auch gestiegen ist, aber eben lange nicht so deutlich. Und jetzt haben wir in 2020 die Situation, dass die Schulden geradezu skyrocketing betreiben, also praktisch senkrecht durch die Decke schießen, während das BIP, wie ich vorhin gezeigt habe, um über 4% einbricht. Das heißt, diese Spanne zwischen der Verschuldung und dem Wachstum, die ist jetzt so krass wie noch nie. Die hat sich noch weiter aufgetan, diese Schere. Und diejenigen, die das managen, die das ermöglichen, das alles so tun, als würde es einfach so weitergehen können, das sind die Notenbanker. Deswegen haben wir jetzt eine Art neue Hierarchie in der Gesellschaft, eine Art Neofeudalismus, ganz oben eben die Notenbanker, die garantieren, dass dieses Spiel weitergehen kann, dass das Rad immer weiter gedreht werden kann, auch wenn die Widersprüche ständig zunehmen. Dann haben wir die Banker, dann haben wir die Unternehmenslenker, dann haben wir die Politiker, die Elected Officials, dann haben wir Bürokraten, dann haben wir Leute, die Top Professionals sind, also die bestimmte Skills haben, und dann kommen die 98,5% anderen. Also das ist sozusagen die neue Hierarchie. Ich hatte diesen Chart schon mal oder diese Grafik schon mal gezeigt in einem früheren Video. Was sind aber die Konsequenzen jetzt aus dem Jahr 2020? Wir hatten vorhin gesehen, die Notenbanker sind die faktischen Herrscher dieser Welt, weil sie eben letztendlich ermöglichen, dass wir so weiterleben, als wäre nichts gewesen. Wir sehen auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Trend. Es ist nämlich die Verlagerung von Ballungszentren, von Großstädten an deren Peripherie. Wir sehen jetzt nicht wirklich eine Flucht aufs Land, aber wir sehen eine Flucht in den Speckgürtel. Dementsprechend steigen dort die Preise. Die Leute haben gesehen im Lockdown, dass es unschön ist, in einer zwar zentralen Wohnung zu sitzen, die aber zu klein ist, die keine Fluchtmöglichkeiten, die keine Natur ermöglicht. Dementsprechend sehen wir, dass hier der Trend eben in die Peripherie wohl der dominante Trend noch einige Jahre sein wird. Selbst wenn Corona vorbei ist, wird diese Lektion gelernt worden sein, dass man eben bestimmte Risiken hat, wenn man im Ballungszentrum ist. Das ist einer der ganz großen Dinge, die sich verändern wird, wie eben auch durch das Jahr 2020 sich verändern wird, dass die Leute viel mehr von zu Hause arbeiten. Dementsprechend wollen sie größeren Wohnraum. Den kann man sich nur leisten, nicht innerhalb der City, sondern etwas außerhalb, wo es noch etwas günstiger ist, tendenziell. Aber genau das ändert sich jetzt. Also die Arbeitswelt wird sich deutlich ändern, damit bestimmte Verhaltensmuster. Man fährt nicht mehr in die Stadt, wird dadurch weniger Benzin verbrauchen, arbeitet von zu Hause aus. Die ganze Organisation von Unternehmen wird sich dadurch ändern. Es wird teilweise vielleicht rückabgewickelt. Wir werden so ein bisschen wieder eine Rückbildung sehen, falls Corona irgendwann vorbei ist. Aber es wird eben schon bleiben, dieses Homeoffice, und damit veränderte Wohnverhältnisse, veränderte Arbeitsverhältnisse, ein ganz, ganz großer Trend. Und der zweite große Trend, der durch das Jahr 2020 markiert wird, ist, dass der Staat immer mächtiger wird, dass der Staat eigentlich und der öffentliche Sektor, der eigentliche Wachstumssektor schlechthin ist. In meinem persönlichen Umfeld kenne ich sehr, sehr viele Leute, die jetzt zum Beispiel zu Gesundheitsämtern gegangen sind, die in Funktionen gegangen sind, die vorher in der Privatwirtschaft waren oder in anderen Sektoren waren, die jetzt dort gewechselt sind. Das ist der große Wachstumstreiber angeblich. Na, auf jeden Fall ist es ein Sektor, der expandiert, der staatliche. Aber es wird eben bedeuten, da wo viel Staat ist, ist wenig Wachstum. Der Staat ist grundsätzlich ein schlechter Unternehmer. Der Staat verschwendet tendenziell Geld, weil er sozusagen nicht wirklich unternehmerisch denkt. Er gibt es keine Privathaftung. Wenn ein Mensch aus dem öffentlichen Dienst irgendwelche Dinge vergibt, dann haftet er nicht dafür. Da würde er vielleicht anders agieren, wenn er eben wirklich in der Privathaftung wäre, wie das viele Unternehmer sind. Und nach meiner Auffassung hat das Jahr 2020 auch gezeigt, dass die Unternehmer, also die Solo-Selbstständigen, die kleinen Unternehmer, das sind diejenigen, die die großen Verlierer sind. Und das ist eine sehr schlechte Nachricht für die Zukunft, denn das sind die Leute, die viele Arbeitsplätze schaffen. Das sind die Leute, die Risiken eingehen, und ich kann nur etwas erreichen, wenn ich Risiken eingehe. Viele werden weiter
dann schön, wenn Sie mit dem Studium fertig sind oder mit der Ausbildung fertig sind, versuchen in Konzernen unterzuschlupfen. Da hat man wenig Risiko, da ist man abgesichert, da hat man keine Privathaftung in der Regel. Dementsprechend ist das eben ein Wachstumsbremser ohnegleichen. Deswegen glaube ich nicht an die Roaring 2020er Jahre, sondern es wird ein langsames, immer stärkeres staatliches, um sich greifen geben, das dazu führt, dass eben letztendlich das Wachstum immer kleiner wird. Dadurch muss immer mehr Geld gedruckt werden, um überhaupt dieses Wachstum noch zu ermöglichen. Ich hatte neulich eine Grafik gezeigt, dass man 7 Dollar Schulden machen muss, 7 Dollar investieren muss, um 1 Dollar Wachstum zu bekommen. Diese Zahl ist immer größer geworden, die wird tendenziell größer. Der Effekt der Schuldenmacherei nimmt also tendenziell ab. Und wir sehen, dass dieser Staat natürlich autoritärer geworden ist. Nicht, weil es da vorher, wie viele Verschwörungstheoretiker vermuten, einen Plan gegeben hat. Wir sehen ja, dass fast alle Länder ähnlich agieren mit Ausgangssperren, mit Lockdowns. Das ist wohl der einzige Weg, um eine Pandemie wirklich einzudämmen. Aber es ist eben faktisch so, dass wir uns vor einem Jahr das alles nicht hätten vorstellen können, dass es eine Ausgangssperre gibt, dass es Lockdowns gibt. Das ist natürlich ein Gamechanger und zeigt die gestiegene Bedeutung des Staates, der durchaus eben in das persönliche Leben reinregiert, der eine viel größere Rolle gespielt hat jetzt in 2020 in unserem Leben als in den letzten Jahrzehnten zuvor. Das ist ein echter Gamechanger. Und wir sehen dann eben auch die Frage Individuum oder Kollektiv. Wir haben vorher ja einen ausgeprägten Individualismus hier im Westen uns gegönnt. Das ist ein Sonderweg, den der Westen hier gegangen ist. Es ist bedingt durch die jüdisch-christliche Religion. Der Mensch, der Gott schafft es ein Abbild im Einzelmenschen, im Individuum. Deswegen haben zum Beispiel die Juden als erste nicht behinderte Kinder getötet. Das war in der Antike noch völlig normal. Also das einzelne Leben, das einzelne Individuum ist hoch und heilig, ist schützenswert. Diesen Gedanken gibt es nicht in allen anderen Kulturen. Es ist also ein westlicher Sonderweg. Das müssen wir uns immer wieder auch in Erinnerung rufen, dass das nicht das Normale ist, sondern wir sind der Sonderweg im Westen. Wir haben hohe Standards, okay, aber wir dürften die anderen nicht verurteilen, weil die praktisch den normalen Weg gegangen sind. Und der normale Weg ist der Kollektivismus. Also das Kollektiv steht im Vordergrund, nicht der Einzelne. Und dementsprechend ist jetzt das Jahr 2020 auch wahrscheinlich ein Wendejahr, das nochmal zeigt, dass der Individualismus der westlichen Gesellschaften nicht wirklich so effektiv ist. Wir haben es ja viel schlechter geschafft, etwa diese Pandemie zu beherrschen, als praktisch alle asiatischen Kulturen. Und eben die sind sehr kollektivistisch organisiert. Da zählt also vor allem der Staat, da zählt vor allem die Familie. Das Individuum kommt dann viel weiter hinten. Das ist eine völlig andere Herangehensweise. Dementsprechend sind auch westliche Demokratiewerte dort weniger verankert, sondern es geht um Effektivität. Es geht um Leute, die einen Staat effektiv lenken können. Und das ist in Asien ja Großteil der Fall. Da ist eben wenig Demokratie der Fall, aber eben das doch. Das wollte ich hier nicht sagen, sondern das hier. Und das sehen wir zum Beispiel. Im Westen haben wir ja diesen Genie-Gedanken durch diesen Individualismus. Wir haben einzelne Personen, die durchaus die Welt verändern, wie etwa hier Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, wie sie alle heißen. Also diese genialischen Einzelpersönlichkeiten, die dann zu immensem Reichtum gelangen, die zu immensem Einfluss gelangen, aus dem Nichts kommend gewisserweise, während in China hier ein Jack Ma Ähnliches geschafft hat, aber jetzt praktisch fällt in diesen Tagen, in diesen Wochen, in diesen Monaten, abserviert wird durch die chinesische Regierung, nachdem er es gewagt hat, diese Regierung indirekt zu kritisieren, indem er gesagt hat, ja, China hat gar kein Finanzsystem, das sei ein totales Chaos. Das hat den Machthabern nicht gefallen. Wir haben jetzt schon gesehen, welche Schwierigkeiten mit dem Börsengang von Arndt hiermit verbunden waren. Und wir sehen jetzt, dass Alibaba-Steine in den Weg gelegt werden. Jack Ma wird wahrscheinlich im Jahr 2021 komplett von der Oberfläche verschwinden, möglicherweise eingesperrt werden. Das zeigt sozusagen den unterschiedlichen Ansatz, wenn ein Individuum in einem kollektivistischen Land zu mächtig wird, wenn es nicht der Staatslenker selbst ist wie Jack Ma, dann läuft dieses Individuum wirklich Gefahr, während auf der anderen Seite hier ein Jeff Bezos im Westen eben noch großartig agieren kann, zu immensem Reichtum kommen kann, sich Zeitungen kaufen kann und bisher zumindest nicht in Gefahr ist, irgendwie eingesperrt zu werden. Wenn wir uns hier dieser Frage, wem gehört die Zukunft, Asien oder der westlichen Welt, mal zuwenden,
würde ich ein Buch empfehlen von Padak Khanna, einem indisch-amerikanischen Wissenschaftler, der in Indien geboren ist, dann in Deutschland teilweise aufgewachsen ist, in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgewachsen ist und dann in den USA vor allem gewesen ist, unsere asiatische Zukunft. Hier zeigt er, wie Europa auf sich selbst fixiert ist, sozusagen alles aus seiner Brille sieht. Und das wird natürlich jetzt in diesem 21. Jahrhundert nicht mehr lange so funktionieren. Also das ist ein Lesetipp, um diese europazentristische Sichtweise ein bisschen zu hinterfragen, denn keine Frage ist, dass Asien tendenziell uns hier Konkurrenz macht oder uns sogar überholen wird oder uns sogar schon überholt hat. Wenn wir uns mal diese asiatischen Modelle anschauen, was sind die Kriterien, die diese Gesellschaften haben, dann haben wir zunächst mal diesen Kollektivismus, also Kollektiv als Höchstwert, nicht das Individuum. Wir haben dann eine Form von Staatskapitalismus meistens. Siehe China, das ist ja nur nach außen hin irgendwie kommunistisch, sozialistisch, wie auch immer. Jedenfalls ist es ein staatlich gelenkter Kapitalismus und es sind technokratische Regierungen, durchaus eine Elite, die extra dafür herangezüchtet wird, eben diese Staaten zu lenken, die nicht unter Druck stehen, alle 4 Jahre oder 5 Jahre abgewählt zu werden. Das hat große Nachteile, aber eben auch den einen oder anderen Vorteil. Aber das sind die Charakteristiken. Noch allerdings sind wir hier in Europa durchaus eine Nummer. Wenn wir uns mal den Welthandel anschauen, dann wird der bestimmt zu 38% durch Europa, Asien 34%, Nordamerika nur 14%, also fast schon unbedeutend. Das ist auch der Grund, warum der Handelskrieg von Donald Trump eigentlich nicht wirklich erfolgreich sein konnte. Er hat sowieso nichts gebracht, das Defizit mit China ist es so groß wie noch nie. Aber noch spielen wir also eine Rolle im Welthandel, die wird abnehmen, die der Asiaten zunehmen. Aber wir haben durchaus auch einige Werte eben, die in Asien ankommen. Diese Transparenz, diese Offenheit, das sind Dinge, die natürlich schon verführerisch sind für die Menschen, auch in Asien. Also wir müssen mit unseren Werten ein bisschen hausieren gehen und sagen, Leute, das hatte extreme Vorteile, wenn wir es schaffen würden, eben die Nachteile, die damit verbunden sind, ein bisschen einzugrenzen, eben vor allem diese Ungleichheit in den Vermögensfragen. Und abschließend vielleicht noch ein Gedanke, in diesem Jahrzehnt werden wahrscheinlich die Lieferketten die entscheidende Rolle spielen. Es war ja immer so, dass Grenzen eine entscheidende Rolle gespielt hat mit Aufstieg der Nationalstaaten. Jetzt werden es Lieferketten sein. Funktionieren die oder funktionieren sie nicht? Das wird eine der entscheidenden Konfliktthemen in diesem Jahrzehnt sein. So, das war ein kurzer Abriss. Ich wünsche Ihnen jetzt ein wunderbares neues Jahr 2021. Möge es besser werden als das Jahr 2020. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich auch in diesem Jahr 2021 dann begleiten werden und würden. Ihnen alles Gute. Bis dann. Ciao.